Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zur Assassin's Creed Origins Entdeckungstour. Wir sind heute als griechische Adlige unterwegs und letztens haben wir uns mit der Mode im alten Ägypten beschäftigt und heute dann mit den Grundstoffen dafür, Leder und Leinen. Erfahre mehr über die Verwendung von Leder und Leinen im alten Ägypten. Willkommen bei Leder und Leinen im alten Ägypten. Das Gerben, eine Technik aus prähistorischer Zeit, war in Ägypten eine bekannte, aber aufgrund der Hitze wenig geschätzte Tätigkeit. Leder verwendete man vorwiegend für Gegenstände wie Sandalen, Taschen, Messerscheiden, Köcher und ähnliches. Anders als gewöhnliches Leder erfreuten sich Leopardenhäute großer Popularität, vor allem bei Priestern. Ja, Gerben entwickelt immer einen Geruch, ne? Und deswegen wahrscheinlich nicht beliebt in der Hitze. Und Leder, wer trägt schon gerne Leder am Körper, wenn es richtig heiß ist? Das Buch der Toten, Nepket Papyrus. Was hat das? Ach so, wegen der Leopardenhaut, die der Priester trägt. Hier haben wir noch ein paar aufgestapelte Häute. Was hier oben? Nee, was machen die denn hier? Ich hätte erst gesagt eine Sattlerei, aber doch, sieht so aus, ne? Und hier wird gefärbt. Wegen der atmungsaktiven und kühlenden Eigenschaften bevorzugte man bei der Produktion von Bekleidungsstoffen Leinen. Es wurde aus Flachs hergestellt, der in Ägypten üppig wuchs. Die Fasern selbst wurden für gewöhnlich vor dem Weben gefärbt. Obwohl bei der Produktion von Textilien auch Färbung zum Einsatz kam, blieben die Bekleidungsstoffe der alten Ägypter vorwiegend weiß. Diese Farbe stand für die spirituelle Reinheit, ein Ziel, nach dem es sich jeden Tag zu streben lohnte. So waren sie also, die alten Ägypter. Ein Tuch aus grob gewebtem Leinen aus der 18. Dynastie. Ich glaube, hier können wir gleich mal ein kleines Foto machen, vielleicht von hier drüben aus. Da haben wir dann die Webstühle und die Färber mit drin. Im Hintergrund noch den Tempel. Das passt. So, da habe ich gleich das wunderbare Titelfoto. Hier wird noch mehr Leder. Was macht ihr mit dem Leder eigentlich? Ach so, hier wird es gereinigt. Ich dachte, sie hätte auch so eine Keule oder sowas wie die da unten. Aber hier wird das Leder tatsächlich gereinigt. Mit einem Schwamm angeblich. Also erstmal muss das natürlich grob abgekratzt werden. Gern genutzt wurde die Pflanzenfarbe Weid, die man aus den Blättern der Isatis tinctoria gewann. Die Pflanze wurde zu diesem Zweck im Nildelta angebaut und ermöglichte die Erzeugung verschiedenster Farbtöne. Durch unterschiedliche Quellzeiten der Blätter erzielte man beispielsweise Rot- und Grüntöne. Die Zugabe von Kalksteinpulver resultierte in Blautönen. Während der griechisch-römischen Periode wurde die Zutatenliste länger und die Farbpalette größer. Ja, Färbarbeit. Im europäischen Raum eigentlich für Blau und auch Grün benutzt. Ja, auch eine super beliebte Pflanze, ne? Hier sieht man auch blaue Streifen. Ich wusste nicht, dass man damit auch tatsächlich rot machen kann. Aber scheinbar in Ägypten geht das. Oder ging früher. Tuch mit blauen Streifen aus dem Neuen Reich. Mensch, Mensch. Tuch mit blauen Streifen, ja. Blau und grün sehen wir hier gar nicht, ne? Wir sehen nur rot und gelb in den Färberbottichen. Da.
So, hier wird das Leim dann zum Trocknen ausgebreitet, oder wie ist das? Keine Ahnung. Was macht sie hier? Essen, vermutlich. Mittagspause. Als Inspiration für diese Gegend dienten dem Team die Färber- und Gerberviertel von Fes in Marokko. Sie gaben dem Team eine Ahnung, wie solche Orte im alten Ägypten ausgesehen haben könnten. Während sich diese Gerberei innerhalb der Stadt befindet, lagen sie damals meist außerhalb der Mauern. Das Handwerk galt den Griechen als abstoßend, da alle Prozesse der Verarbeitung üblen Gestank produzierten. Ja, wer hätte es gedacht? Und da haben wir die Behältnisse zum Gerben und Färben. Ja. Ne, beim Gerben geht es halt darum, die letzten, das Leder haltbar zu machen einfach. Und vorher muss man natürlich alle Fleischreste abgeätzt haben. So, und das war's für heute auch schon wieder, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, um's dann. Ciao.